Und damit sind wir wieder zurück bei Let's Play Guardians of the Galaxy. Dann machen wir es richtig tot. Wir werden geplättet und uns nicht um diese Arme kümmern. Ich wusste immer, dass ich von irgendwas gefressen werde. Falls wir nicht vorher zerquetscht werden. Ja, mach doch. Der Plan war vielleicht nicht optimal. Dachtest du, du könntest mich verstehen? Nicht hinter dem Haus schießen! Ja! Ja, er hat sie verloren, was? Das Ding könnte ruhig ein paar Arme weniger haben. Endlaser. Nicht schon wieder. Noch ein MG verloren, was? Oh, jetzt wurde er böse, der Junge. Du hast genug mit ihm gespielt. Bring's zu Ende. Du hast da einen Riss im Schädel. Okay, Massenkontrolle. Vergesst ja den Wurf nicht. Wurf dich verdorben aus. Da steht doch mein Name drauf. Überrenne sie, mein Junge. Oh, spuck doch nicht ständig die Dinger aus, Mann. Deine Worte bedeuten weniger als dich. Wer wollte eigentlich die hier auf der Innenseite scharf machen? Vernichte sie! Vernichte was? Nein! Halte sie auf, Groot! Es ist zu lange her, dass ich was gesprengt habe. Du kriegst das hin! Schnitt und ätzen! Zeit für das schwere Gepopsche und du Riesen-Oktopus! Ich brauch nur eine Lücke! Achtung!
einfrieren kann, kannst du es finishieren. Überrennen Sie, mein Lieber. Jetzt, Attacke! Lass dich auch abschneiden, es kommt zurück! Vorsicht, was jetzt, Peter Quill? Das muss sie von diesen Galan-Kreaturen ernähren. Das ist ein geringer Toast, Rex. Jetzt! Überwältige sie! Ich bin bereit, ich brauche nur eine Lücke! Ja, warte. Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen. Überrennen sie, mein Lieber. Reißt ihr Inneres daraus! Genug mit dem Galan! Brich ihm die Knochen! Komm schon, du Riesen-Oktopus! Ich brauch nur eine Lücke! Los, auf sie! Dass Wasser und frische Erde nicht beheben könnten. Ich bin gut. Vernichte sie, mein Lieber. Jetzt überwältige sie. Jetzt Angriff. Komm schon. Zeig's ihn, Groot! Komm schon, du Riesen-Oktopus! Kreatur hat keine Acht, nicht wahr? Die Bestie muss sich von diesen Galan-Kreaturen ernähren! Vernichte sie! Komm schon! Yeah.
Die Bestie muss sich von diesen Galant-Kreaturen ernähren. Solange sie sich nicht von uns ernährt. Da sagt doch mal einer, die inneren Werte zählen. Keine Ahnung, aber jetzt ist er tot. Gut. Setze jetzt den Angriff fort. Was? Nein! Knöpf sie dir vor! Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt. Vernichte sie, mein Lieber. Du weißt nicht, mit wem du dich angelegt hast, Lady. Komm schon! Dieses Ding überhaupt! Okay, ich muss warten, bis das unten liegt. Jetzt! Attacke! Okay, bis das fest unten liegt und dann hacken wir die Arme ab. Komm schon, gib mir nur einen Schuss! Du meinst deinen Schnitt! Los, auf sie! Vom Wackelwürfel in den Wackelhimmel? Keine Ahnung! Aber jetzt ist er tot! Jetzt! Überwältige sie! Okay, aber das hat weh. Wir machen Fortschritte! Du! Die Bestie hat komm, lass die Arme wieder unten. Die Bestie muss sich von diesen Galant-Kreaturen ernähren! Solange sie sich nicht von uns ernähren! Mein Lieber. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Unsere Probleme sind ausreichend groß. Zeig's ihnen. So wird das. Sie wird das sicher nicht durchgehen lassen. Soll sie doch versuchen, uns zu finden. Verdichte sie, schüttle es auf. Mein Lieber. Herrscher treten! Komm schon, gib mir nur einen Schuss! Du meinst einen Schnitt! Mann, die anderen Dinge habe ich schon abgekriegt! Vernichte! Du! Nochmal! Jetzt! Angriff! Wie sieht's aus? Können wir diese Dinger überhaupt verletzen? Überwältige! Steht doch mein Name drauf! Sieht aus, als brauchst du Hilfe! Jetzt! Attacke! Deine Worte bedeuten weniger als ich! Du solltest dich darum kümmern, Peter! Vernichte sie, mein Lieber! Ich bin nicht daran gewöhnt, verputzbar zu sein. Ich werde immer dein Wingman sein. Wir müssen den Galant zerstören. Wo ist denn noch Galant hier? Jetzt! Überwältige sie! So leid. Sie verhöht uns mit ihrer regenerativen Wackelei. Verflucht soll ihr sein. Komm schon, unsere riesen Oktopus. Die Kreatur hat keine Acht. Finde sie fest, Brute. Gleich gibt's Schnittchen. Alles für dich, Drax. Ich glaube nicht, dass sie das noch interessiert. Ah, sehr gut. Alter. Los, auf sie!
Okay. Was jetzt, Peter? Würde er auch noch einen Kling kriegen, gell? Was für eine Richtung der wohl hatte? Keine Ahnung. Das ist zu wenig Einhorn. Achtung! Es ist so lange her, dass ich was gesprengt habe. Jetzt! Sind wir gar nicht. Hat gemisst. Lady. Wir sollten vielleicht noch nicht feiern. Jetzt! Steh auf, Großer! Wer wollte eigentlich die hier auf der Innenseite scharf machen? Keine Ahnung, aber jetzt ist er tot. Du musst kein Mitleid haben, es will uns umbringen. Wenn ich einfrieren kann, kannst du es meditieren. Los, auf sie! Was? Nein! Kann jemand das Wasser anstellen? Blut, schnapp sie dir! Sie wird das sicher nicht durchgehen lassen. Soll sie doch versuchen, uns zu finden. Stirb, ehrenvoll! Ja. Lobenswerte Bemühungen, Lady Helmender. Was ist mit unseren Bemühungen? Okay. Du weißt nicht, mit wem du dich angelegt hast, Lady. Wir sollten vielleicht noch ein Feld hier treffen. Meine Vergeltung wird brutal sein. Hoffentlich. Ich weiß nicht, aber das Reinschneiden macht doch Spaß, oder? Ja, langsam, langsam kann ich rennen. Attacke! Überrenne sie, mein Lieber. Ah, nicht schon wieder, Galard. Nee, diesmal, ey, der kriegt mal wieder Galard. Du musst kein Mitleid haben, es will uns umbringen. Au. Das wollte ich doch gar nicht. Komm schon, du Riesen-Oktopus! Wir werden dich in winzige Stückchen schneiden. Hängt auch wieder fest, ne? Viel besser, mein Lieber. Geh doch, hör mal auf jetzt, die Ballon. Wir müssen zum Kern vordringen. Ah, die Dinger gehen aber im Sack. Ich glaube nicht, dass sie das noch interessiert. Jetzt! Attacke! Los, auf sie! Vernichte sie, mein Lieber! Wir müssen noch eine Chance kriegen, den anderen. Oh Gott. Überrennen sie, mein Lieber! Ja, schon, wir hätten dich verloren! Ja, ja, reit jetzt nicht drauf rum. Ah. Dem Ding geht die Arme auf! Wackelig, untödlich, was soll das? Ich weiß nicht. Eigentlich wackelig und schmeckt gut. Spaß, oder? Vernichte sie! Ihr werdet für eure Anmaßung bezahlen! Ah, nicht schön, wird er kommen. Der eine Arm fehlt noch. Oh Mann, warum haben die Klingen innen drin? Vernichte sie, mein Lieber. Überrenne sie, mein Lieber. Vernichte sie.
zeig deine Wurzeln! Gamora, auch als hätten wir nicht schon genug Probleme! Das sind schon ein paar mehr! Pack deine Schwarzbomben aus! Komm schon, gib mir nur einen Schuss! Du meinst deinen Schnitt! Und drauf, Drax! Tritt deinen Schuss ab! Die Bestie muss sich von diesen Galax-Reaktoren ernähren! Sie darf sich auf keinen Fall erholen! Jetzt! Ach nee. Überwältige sie! Das sagt doch mal einen inneren Wert im Zählen! Keine Ahnung, aber jetzt ist er tot! Gehen wir noch einmal. Riesen-Oktopus! Die Kreatur hat meine Acht nicht wahr! Da steht doch mein Name drauf! Was? Nein! Hey, Quill! Willst du ein Feuerwerk sehen? Beschäftige sie, Groot! Ich bin Groot! Bin schon dabei! Der Tod ist da! Ich treffe die Mitte nicht! Wir müssen die Stacheln im Inneren kaputt machen! Ja, yeah, komm! Ah, sehr gut. Was haben Sie dir angetan? Jetzt ist Schluss. Lass Feuer auf sie herabbrechen. Oh. Die Dinger sind hot und heavy. Das ist doch nicht gut. Sie können nützlich sein. Nützlich, wenn du verarmt werden willst. Gemüter erhitzen sich! Was ist denn hier? Und du sagst für Anfühlung! Ich bin Quill! Überrennen Sie, mein Lieber! Quill, entfessle mich gegen diese Lange! Komm schon! Wie viele von diesen Scheiß? Das Ding kriegt bestimmt Mördersucht drin! Das erscheint mir unwahrscheinlich! Warum gibt's dieses Ding überhaupt? Flock, die Dinger sind scharf! Okay. Lass dir aber nicht die Äste wegsprengen! Schneidet sie auf! Komm schon, ich muss mich konzentrieren, sorry, wenn ich viel laufe, aber ihr könnt ja unseren Kollegen zuhören. Zwei von denen, verschrieben von Dr. Starlock. Scheiße. Okay, das war ein Fehler. Bombe! Dieser Kern wird hochgehen. Aber auf uns stand doch eh. Ich dachte, ich kann die zurückwerfen. Ja, ob wir das schaffen, seht ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Let's play Guardians of the Galaxy. Mann, das Level dauert, der Kampf dauert auch lange. Bis dann, Joey!